So, willkommen zurück zu Let's Play Jurassic World Evolution. Auch mal wieder hier von mir. Ja, es, also eigentlich, wenn ihr das Video seht, dann ist es eigentlich scheißegal, weil geht mein PC eh wieder. Also weil ich war jetzt da wie viele, ein, zwei Wochen kam ja nichts wegen dem verkackten PC, weil der nicht gegangen ist. Und zu dem Zeitpunkt, wo ihr das seht, habe ich, also ich glaube, er geht wieder, aber ich habe ihn nicht zu Hause. Das heißt, ich kann heute auch noch nichts hochladen, aber also heute ist seit einem fairen Tag. Mittwoch ist, glaube ich, heute. Und aber ich denke und ich hoffe, entweder Samstag oder Sonntag kommen wieder Parts. Aber warte mal, ich weiß nicht, ob ich das bei dem Infovideo gesagt habe, bei diesen drei Themendinger. Aber ich werde auf jeden Fall dann nicht Jurassic World Instant hochladen. Ich werde dann zuerst die ganzen letzten FIFA Parts hochladen, dass ich die mal weg habe. Aber ich hatte halt jetzt irgendwie gerade Bock hier auf Jurassic World und ich hatte auch wieder Bock, irgendein Let's Play zu machen. Also das musste gar nicht Jurassic World sein, das kann, hätte auch Spider-Man sein können. Aber ich wollte irgendwas mal wieder aufnehmen und das mache ich immer so mit. Auch wenn mein PC noch nicht da ist, aber was soll's. Und ich habe jetzt eine neue Methode. Was heißt neue Methode? Also ihr merkt eh, ich hoffe mal keinen Unterschied, denn ich habe eine Testaufnahme gemacht. Und die fighten schon wieder. Warte mal. Du müsstest hier Kollege Pimperbums. Warte mal. Warte kurz. Aufgabe. Kollege, dich heilig. Weil du bist ein Kampfsieger, dann habe ich mit dir gleich die Herausforderung geschafft. Er kommt killen jetzt, dann haben wir das auch hinter uns. Ich habe, ich nehme mit der PlayStation auf, das wisst ihr, denke ich mal. Und bei der PlayStation gibt es ja so kleine Kopfhörer, also so ein Kopfhörer, besser gesagt. Nicht zwei, sondern ein Kopfhörer mit einem Mikrofon. Und das hatte ich ja früher. Ja, kaum 1%, der ist noch tot. Früher hatte ich immer zuerst die Kopfhörer. Okay, sieht man sich. Geil. Geil, Mission erledigt. Oder? Hammert? Herausforderung? Meinst du? Danke, geil. In gewisser Hinsicht ist es wohl besser, dass sich die Dinosaurier auf sich selbst konzentrieren. Es lenkt sie von uns ab. Vielleicht macht sich der Auftrag irgendwann bezahlt. Und das haben wir dann ihnen zu verdanken. Ja, easy, kein Problem. So, was soll ich sagen? Also, ich habe sonst immer gemacht. Whatever. Zuerst die Kopfhörer von der PlayStation, die kleinen Stöpperler. Und dann halt der große Kopfhörer, weil sonst habe ich das Problem, dass ihr beides ja, dass ihr das Spiel selber hört, aber dann auch von meinem Fernseher das Spiel. Also das hört ihr dann doppelt und das ist kacke, logischerweise. Ich höre es nur einmal wegen nur Fernseher, aber dann hört ihr das doppelt im Video und ja, kacke. Deswegen habe ich ja die Kopfhörer, dass ihr das einmal hört und dass ich das einmal höre. Aber ich habe früher also gehabt, zuerst die Stopperl von der PlayStation, mit dem was ich aufnehme, und dann die Kopfhörer drüber getan, über die Ohren, dass ich und dass ihr das einmal nur hört. Tja, aber nur nach einer Zeit tut das schon richtig verdammt weh, also ob es jetzt links oder rechts ist, wenn halt irgendwo noch so ein Stoppel drin ist und auch noch die Kopfhörer drüber sind. Das heißt, ich habe mir einfach gedacht, ich habe irgendwie den Kopfhörer jetzt einfach so drüber gehangen, weil da ist so ein kleiner Bügel oder was auch immer das sein soll. Der ist jetzt einfach und ja, mit dem müsste es, glaube ich, habe noch eine Testaufnahme gemacht, man hört mich, glaube ich, gleich gut oder vielleicht sogar ein Stück lauter, ich bin mir nicht sicher. Aber ja, das Mikrofon ist eigentlich immer relativ, eigentlich komplett relativ neben meinem Mund, also müsste klappen. Gut, so zu dem Thema, also für mich ist es einfach angenehmer zu Let's Playen, weil es nicht mehr auf die Ohren drückt. Und die Kopfhörer alleine drücken nicht auf die Ohren so extrem. Gut, so zu dem Thema und jetzt back to the game. Und wir brauchen Sturmabwehr, beschissene Scheiße, obwohl es hier keinen Sturm gibt, aber die Mission will es so. Und wir müssen ja ein paar Punkte bei dem Dude hier sammeln, denn dort haben wir noch gar nichts. Weil er hat ja uns ab und zu auch so kleine Sabotagen gemacht, der kleine Penner. Ne? Gut. Er will eine Sturmabwehrstation Abdeckung. Aha. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der Scheiß ist. Weil es ist schon wieder ein Weilchen her. Ich weiß, ich mache immer eine Pause und dann, wenn ich eine Pause mache, dann ist es, was weiß ich, wie lange mehr, das ist so nervig eigentlich. Aber gut, so, perfekt. Ich weiß auch nicht, ob ich es lasse. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber, ich werde es wieder Mac machen, weil wir brauchen es nicht. Es gibt ab und zu Regen, okay, aber so ein Sturm wie bei der anderen, bei der vorigen Insel, gibt es hier nicht. Das ist ja das Ding. So, aber zählt es jetzt hier schon als Weg? Also,
Weil eigentlich sieht mir noch ein Weg aus. Ich weiß es nicht. Braucht der? Der braucht Strom auch, okay. Krankheit! Wer heißt krank? Wer hat eine Verkühlung oder was weiß ich was? Ach, genau, die sind ja auch hier jetzt. Ah, genau. Fahren. Egal was es ist, aber ich hab's. Ich hab alles. Ich hab einfach alles. Anfrage bestätigt. Ich kann alles erforschen. Ich habe alles erforscht, was man erforschen kann. So, und eine Sache auch noch. Was ich mir ein bisschen überlegt habe, weil ich halt ja keine Let's Plays gemacht habe. Denn ich mache mir natürlich auch ein paar Gedanken über die Let's Plays und alles mögliche. Logisch, das machen Let's Plays so. Oh Gott. Ja. Ich habe mir gedacht, die Kacke muss ja wirklich nicht da vorne sein, wo es die ganzen Leute sehen und so, weil dann ist ja einfach nur eine Brutstation und das ist jetzt auch nicht so das Interessanteste für die Zuschauer. Das heißt, mit anderen Worten, hier irgendwo baue ich, also ich reiße die Kacke hier dann ab. Wat? Hä? Hä? Wat? Hä? Hä? Wo kommst du jetzt her? Wo bist du jetzt rausgefügst? Ja, jetzt geht's aber los. Okay, Ist der jetzt... Ja, der ist eine Gefahr. Warum ist er eine Gefahr? Das ist ein Plan. Also eine ist ein Plan, also eine ist scheißegal. Ja. Warum satt? Hä? Hä? Ich will nichts sagen, Owen, aber in diesem Gehege, wo ich denke mal, wo auch der Dude hier drin war. Jetzt beißt mein Ohr nämlich, weißt du? Wo der Dude hier drin war, schätze ich mal, ist hier genug Futter, also what the hell. Ich weiß jetzt, warte mal, Curry, doch. Curry und der Dude war ein Curry. Ein Corythophosaurus oder was weiß ich. Der muss in dem Ding gewesen sein. Das heißt, der hat genug zu fressen. What the fuck. Okay, wie sieht's aus? Leute, wo seid ihr? Krankheit. Ja, ich will. Oh mein Gott, wie lange braucht er? Das ist so typisch. Oh, das ist so typisch. So, ihr macht dann auch gleich den. Und dann Futterstation auch gleich, wenn ihr schon mal dabei seid. Und dann noch. Das wird schon und das. So. Wo war ich? Ich werde die Kacke da wegreißen. Und dann werde ich das Ding wahrscheinlich hier hin irgendwo ballern. Aber dann müsste ich dann. Das Gehege ein bisschen kleiner machen vielleicht, weil das, ich glaube, das geht nicht, geht sich hier auf gar keinen Fall aus. Und ja, dann tausche ich halt das um, das dann dorthin und so rum. Und das werde ich dann wahrscheinlich auch bei den anderen machen, weil warum sollte man das Ding so genau vorn hinballern? Das ist ja kackegal, es braucht nur einen Weg und es ist scheißegal. Hier weiß ich es nicht, obwohl hier ist es eigentlich eh okay. Weil hier wüsste ich nicht wirklich wohin, weil das ist schon sehr, 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 sehr brand. Und deswegen, ja. Na Gott sei Dank. Sehr gut. Danke, Leute. Danke, Leute. So, du kommst jetzt zurück. Ich weiß nicht, warum du aus. Ich verstehe es nicht. Oder ist hier einer zu viel? Oder? Ja, das hat er mit dem nächsten nichts zu tun. Er hat ja Hunger gehabt. Nee, das war sowieso falsch. Nahrung? Top ist. Frag mich nicht, warum der du. Aber er ist ja auch nicht ausgebüxt, weil es ist ja auch kein Zaun beschädigt. Ach, keine Ahnung. Okay. Und dann hier. Okay, hier sieht es eigentlich so gut aus. Das würde eigentlich passen, aber ich hätte es auch für eine andere Insel. Bei der anderen Insel habe ich mir schon gedacht, ja, da könnte man irgendwo was anderes machen. Also da oben bei den Langhälsern und bei den anderen Dudes auf jeden Fall. Da werde ich safe irgendwo was rein. Ja. Umgekehrt machen halt. Gut. Aber das kommt danach. Jetzt kommt erst noch diese scheiß Sturmscheiße. Die mache ich dann auch noch. Wenn's geht, hier. Hier so. Das war kein Strom, aber Wayne interessiert's. Na komm. So, ja, ist jetzt. Habe ich so genug Strom? Wenn der Strom insgesamt für 52 passt, weil nur hier ein bisschen Strom, dann haben wir die Hütte. Nur für den Moment mal, weil wie gesagt, zum 50. Mal, ich reiße sowieso da wieder weg. Wahrscheinlich. Weil, wofür? Ich spare den nicht, wenn kein Ding hier. Oh shit, warte mal. Geht der, weil der ist leer, der ist aufgesaugt, ausgesaugt. Weil der ist mit dem verbunden. Ist ja bloß als. Ne, der zählt auch, Gott sei Dank. Okay, aber es wird langsam Zeit. Produkt transportiert. 46 haben wir, okay.
Ist eigentlich jeder hier aufgebraucht, so gut wie? Ne, der nicht, okay. Ja gut, womit hängt der zusammen? Ah, der hängt ja mit dem zusammen. Der hängt so und dann so, ah, okay. Denk mit dem, alles klar. Gut. Aber, warte mal. Wo ist diese Forschungs? Hier, so, warte mal. Ne, warte mal, das ist falsch. Ne, doch, das ist richtig. ich habe irgendwie... weiß nicht, ich war vor 2-3 Tagen verkühlt und weiß nicht, ob das jetzt nur eine Nebenwirkung von meinen Verkühlung ist, diese komische Stimme, aber mir kommt die so komisch vor, ich weiß auch nicht. Okay. Es klingt, als hätte ich keine Stimme. Frag mich nicht. Wenn Sie diese Mission abschließen können, steht Ihnen eine große Zukunft bevor. Wenn Sie scheitern, bin ich Ihre Zukunft. Ich habe gerade gelesen, bauen Sie Besucherschutzträume. Alles klar. Besucherschutzräume. Schutzräume. Achso, ja, die wollte ich sowieso. Ja, kann man machen. Die wollte ich sowieso. Wo ist jetzt hier diese Scheiße, was ich haben wollte? Hier nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Okay, das ist schon mal geil. Strom, da war's. Großes Ding, in Isla Bella brauche ich viele von seinen Kackdingern. Okay. Und ich bin gerade wo? Ich bin nicht in Isla Bella, safe nicht. Das war so klar. Das war so klar, dass es hier ist. Ach du Scheiße. Okay. Aber ich muss trotzdem, ich muss erstmal ein paar Dinge hier machen für den Dude. Dass ich mal hier irgendwie mal alle 3 Missionen erledigt habe, das wäre mir schon mal verdammt wichtig. Und dann, dass ich halt die ganze Zeit in Isla Penna angehe. Und halt noch dort hinten, das Ding, was ich vorher geplant habe. Boah, ich habe so viel zu tun hier, das ist eine Katastrophe. So. Sturmdinger will er. Die kann er auch haben, wenn ich irgendwann mal richtig drücken würde. So. Wo würde es denn hier? Theoretisch hier und hier passt es auch gerade so. Zwar kein Stromding, aber was soll's? Weil. Aha, okay. Ich hoffe, die Dinger sind jetzt mit irgendeinem Ding verbunden, die was Strom macht, weil sonst kann ich das irgendwie umleiten und das ist auch richtig bekackt. Aber ich hoffe mal nicht. So, nein. Ja. Ja. Hä? Was für Scheiße? Ne, passt. Gut, sehr gut. Das ist mir völlig klar, dass der Weg nicht verbunden ist, mein guter alter Kumpel. So, 50, das heißt, vielleicht noch 2. Oh, ich weiß es doch auch nicht. Vielleicht hier nur eins, obwohl es auch bescheuert aussieht dann. Ja. Wenn es das Spiel, oder besser gesagt, der Dude so will, dann passt es hier nicht, weil hier Terrorbeschränkung ist. Oh. Obwohl ich bis heute nicht verstehe, was Beschränkung wirklich bedeutet. Aber gut. Hä? Nein, warte. So. Das passt auch. Strom müsste das Ding haben. Wird knapp. Wird. Nee, müsste aber. Bisschen berührt. Ich glaube, es reicht auch schon, wenn es ein bisschen berührt. Sei einfach wie es ist, es reicht. Komm. Wie viel Prozent bekomme ich jetzt dazu? 4% nur! Willst du mir ja nicht verarschen? Achso, wahrscheinlich, weil ich hier eh schon... Warte mal. Wie viel Sturmdingern haben wir? Ja, das reicht eigentlich eh schon verdammt weit. Das heißt, ich müsste... Müsste mit der Sicht mal schauen, ich Depp. Okay, hier ist halt safe, theoretisch. Also hier irgendwo noch. Okay. Hier? Maybe? Wenn es einen Platz hat? Nein, hat es nicht. Hat es einfach nicht. Hat es... Einfach nicht. Hat es einfach nicht. Sagt er, wie das ist. Es hat einfach keinen Platz hier. Ist geil. Och, come on. Hier auch nicht. Willst du mich verscheißen? Das ist nicht dein Ernst. Och, Junge. Ich hab wieder das Problem. Hier. Der typische Platzproblem. Es ist so Katastrophe bei mir. Ich und irgendwelche Bauspiele sind eigentlich nichts. Nee, das passt eigentlich nicht zusammen, weil ich immer ein Platzproblem habe. Das war auch schon bei hier diesem... Wie hieß es? Forge of Empires, glaube ich. Und da war auch das komplett gleiche Problem. Ich hatte einfach keinen Platz und dann habe ich es gelöscht, weil ich keinen Bock mehr hatte. Es ist halt so und ich habe mir das Spiel halt nur gekauft deswegen,
weil ich irgendwie so gerade auf so ein